So, haben wir alles gereinigt, weggeräumt, entsorgt. Was ich hier im Müll gefunden habe, könnt ihr euch nicht vorstellen. Aber will ich auch gar nicht vertiefen. Ist unwichtig. Aber jetzt werden wir hier schön Erde drauf machen. Den Müll hier so ein bisschen abcovern. Dann werden wir die Umrandung bauen. Mit einem extra Pflanzstreifen, dass wir es so ein bisschen zurückhalten. Und dann schauen wir mal. Vielleicht hier so Matschweg. Wird sich zeigen. Ganz spontan, ganz einfach anfangen. Wie es wird, sehen wir dann. So, jetzt haben wir es einmal alles ein bisschen abgedeckt und jetzt können wir uns erstmal um den Randbereich kümmern. Und ich habe da schon eine Idee, da hinten im Wald liegen so 2, 3 umgestürzte Bäume, die sind richtig schön schon mit Moos bewachsen. Und die werde ich hier schön als Umrandung hinlegen. Dann hat das schon, ich glaube, das sieht direkt gut aus. Mit so Moos und so, das werden wir machen. Und das ist eine gute Idee. Nur, die müssen halt von da nach hier. Mehr Moos. Wir haben uns gedacht, die Stellen, wo keiner drüber fahren soll, mit Moos abzudecken. Das ist nicht so nervig wie Gras, was man die ganze Zeit wegschneiden muss und wegmähen. Also haben wir uns für Moos entschieden und haben hier schon mal so einen kleinen Bereich ausprobiert, wie das aussehen könnte. Und das Resultat ist auf jeden Fall in Ordnung. Ich denke, das geht. Wenn sich das schön überall verteilt und alles schön mit dem Moos überwachsen ist, dann sieht das gut aus. Nur aktuell macht uns das Wetter ein bisschen einen Strich durch die Rechnung. Es ist halt sehr warm, sehr heiß und weitere Pflanzaktion und Moossammelei ist da nicht möglich. Müssen wir halt ein bisschen verschieben. Ich wollte mir hier den Rand wollte ich auch noch schön mit Moos belegen. Und hier die Baumumrandung, da soll auch überall noch ein bisschen mehr Moos hin. Wettertechnisch wird es jetzt erstmal verschoben. Ist aber nicht schlimm, es gibt hier so viel zu tun. Machen wir mal was anderes. Und zwar werde ich jetzt anfangen, hier diese Anrampung aufzubauen. Mit Bruchsteinen hier an der Seite. Vorne, denke ich, werde ich so ein bisschen ein paar kleine Steine mauern, dass man schön hochkommt. Und dann darüber und da auf der anderen Seite das Gegenstück. Ich hoffe, das ist irgendwie verständlich gewesen. Naja. Ihr werdet es sehen. Macht's gut.